Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist heute die Shadebox bei mir eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Shadebox wird mir kostenfrei zur Verfügung gestellt, weswegen ich auch in diesem Video eine Box an einen von euch verlosen kann. Was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und genau, weil es eine Kooperation ist, bekomme ich da auch immer einen Flyer mit. Und hier steht drauf, liebe Claudia, gehst du gerne laufen? Nein. Wenn du diese Frage mit einem Nein beantwortet hast, ist die neue Shadebox Running Special perfekt für dich. Okay, interessant. Diese soll dir nämlich zu einem erfolgreichen Start verhelfen und ist außerdem auch für Fortgeschrittene und Experten geeignet. Hä? Das widerspricht sich doch gerade irgendwie. Liebe Grüße und viel Spaß beim Laufen, Maria vom Shadebox-Team. Ich bin wirklich gespannt, Maria, was ihr da reingepackt habt. Also, wenn das nichts für mich ist, dann vielleicht für meinen Freund. Ich weiß nicht, denn ich bin super unsportlich, also das muss ich ja wirklich dazu sagen, wisst ihr aber mittlerweile auch, ne? Also bei mir ist mein Sport mein Haus, mein Garten, mein Hund, ne? Aber ich gehe jetzt nicht ins Fitti oder so. Okay, diese Box kann man abonnieren, ist eine Box so Beauty und Lifestyle und Wellness und halt auch ein bisschen sporty, ja, also wir hatten wir nicht mal ein Springseil drin? Ich meine schon. Ich meine, mich erinnern zu können, aber eine Hantel hatte ich hier noch nie drin und ein Laufband wird hier drin auch nicht sein. Genau, halt auch so Beauty- und Wellness-Produkte, ne? Was ich sehr cool finde, kommt alle 2 Monate und hat immer dieses Design, Shadebox, ne? Running Special ist jetzt hier das Special, die ist riesig, also da ist auch immer ordentlich viel drin. Ein großer, dicker, fetter Wert ist dann natürlich auch immer von den Produkten aus drin. Und ja, ne? Deckel hat sie, ist eine Box. Und hier steht drauf Run Wild auf dem Klebi. Hier haben wir das Seidenpapier und dann machen wir mal diesen ultra großen Klebi auf. Hat übrigens außer Papier keinen eigenen Geruch. Oh mein Gott. Wollen die mich jetzt tatsächlich zu so einer Lady hier mit der Box machen? Das wäre ja was, ne? Ich meine. Wäre auch cool, wenn ich diesen Turn bekommen könnte und den Hintern. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber sage, Lütken, das kann doch nicht ihr Originalhintern sein. Das ist doch animiert, oder? Sorry. Wow. Respekt an die Lady auf jeden Fall. Und das hier ist der erste Blick in die Box. Also wir haben hier vor allem das Krüppelpapier zuallererst, was uns hier entgegenkommt. Ich stelle das mal irgendwie hier so hin, dass ich damit auch was machen kann. Also in dem Heftchen, wo drin steht, was drin ist, hast du die Produkte, die Preise. Dann hier ein Editorial, wo die Katharina Blume, die Chefredakteurin der Zeitschrift Shape, von der die Box sehr inspiriert ist, quasi was geschrieben hat. Und ja, so, was steht hier noch drin? Läuft bei dir, genau, dass man hier so einen Beitrag hat. Bist du eher Asphaltläufer oder genießt du deine Runden eher auf Waldböden? Ja, gar nicht am besten. Running im Dunkeln, boah, ne, da hatte ich viel zu viel Schiss vor. Schreib mir mal gerne in die Kommentare, ob du so ein Typ bist, der überhaupt keine Angst hätte, nachts durch den Wald zu joggen. Ich würde die Panik meines Lebens kriegen. Ich finde das ja schon schwierig genug, wenn ich abends von der Arbeit nach Hause komme und dann mit Sammy spazieren gehe. Gehen wir dann ja tatsächlich häufig durch den Wald. Und dann, ich leuchte wie eine Disco-Kugel, ne? Also ich bin ausgestattet mit einer Kopflampe und alles an mir blinkt und glitzert und keine Ahnung. Ich habe auch so eine Mütze, die habe ich bei meinem Wushall gezeigt. Die blinkt auch. Das ist so eine Weihnachtsmütze. Sammy blinkt. Alles blinkt. Zum einen, um uns halt entsprechend zu sehen und zum anderen, ich habe sonst einfach Schiss, ne? Also ich habe auch eine Mega-Funzel mit, also eine richtig krass fette Taschenlampe, damit ich auch einfach alles hell erleuchtet habe. Ansonsten würde ich wahrscheinlich echt den Creep meines Lebens kriegen. Okay, ich glaube, wir fangen einfach mal an. Was habe ich hier? Eine Stopwatch. Eine Stoppuhr. Hä? Okay, ja, sowas hat man eigentlich auch im Handy mit dabei, ne? Aber hier ist es dann quasi nochmal als separates Produkt. Stopwatch. User Manual. Ja, wie man eine Stoppuhr benutzt, steht hinten drauf. In Shape, in Control. Ja, ne? Ich weiß nicht. Das ist halt cool. Ich kenne sowas tatsächlich. Also es ist von der Shadebox selbst.
Ich kenne sowas tatsächlich eher so noch aus dem Sportunterricht. Da hatte der Lehrer halt immer sowas um, ne? Aber ansonsten habe ich mit sowas nie groß Kontakt gehabt. Ich weiß auch nicht, wofür man so eine Stoppuhr dann groß braucht im normalen Leben. Ich bin, wie gesagt, nicht so der Sportmensch. Hey. Genau. Aber es ist ganz nice, dass die mit dabei ist. Und ich denke, wenn man sportlich ist, dann macht es auch durchaus Sinn, mal so eine Stoppuhr dabei zu haben, weil die halt auch etwas robuster ist jetzt als ein Smartphone oder sowas, ne? Etwas. Und deswegen ist es ganz cool eigentlich. Aber für mich jetzt nicht unbedingt sinnvoll. Aber ich gebe es auf jeden Fall an jemanden weiter, für den es sinnvoll ist, ne? Das wäre Produkt Nummer 1. Produkt Nummer 2 haben wir hier von Calusan. Das kann ich gut gebrauchen. Cremeschaum Hydro mit 5% Urea. Bei trockener Haut für Diabetiker geeignet. Und das ist für die Füße. Ich finde sowas klasse. Ich mag ja Fußpflege. Ich pflege meine Füße sehr. Und da kann ich sowas auch gut gebrauchen. Für trockene Haut. Zieht schnell ein, spendet Feuchtigkeit und macht die Haut weich und geschmeidig. Frei von Farb- und Duftstoffen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Bla bla. Aber ich glaube, das kannst du nicht nur auf die Füße auftragen, sondern auch auf den Körper. 125 Milliliter sind hier drin. Ne? Ich glaube, das kann man allgemein ganz körpermäßig auftragen. Finde ich ganz cool. Ja, riecht auch nichts durch. Ist ja frei von Farb- und Duftstoffen. Wie war das? Ja. Klingt logisch, ne? Aber das, sowas, ne, finde ich praktisch. Und Urea ist bei mir auch gar nicht so verkehrt, also dann ist es ja wirklich noch intensiver feuchtigkeitsspendend, weil gerade so meine Schienbeine jetzt im Winter halt echt crazy werden, also sehr trocken und so, weil wenn ich dann halt viel so Stiefel und Leggings trage, dann kann die Haut wahrscheinlich nicht allzu gut atmen und dementsprechend wird sie dann auch etwas furchtbar. Ist ja selbstverschuldet, ne? Gut, als nächstes habe ich hier, nee, das gehört hier gleich zu diesem Vieh wahrscheinlich mit dabei, Sheko Turmeric, trinkbare Mahlzeit. Ja, das ist ein Shake mit Protein. 21,7% Proteine, Gramm Proteine sind hier drin, ne? Das ist ganz ordentlich. Und dazu hast du halt hier noch so einen Shaker mit dabei, so einen kleinen. Ja, ne? Ist ganz schön. Da kannst du notfalls auch Smoothies drin machen. Ich glaube, in der letzten Box hatten wir auch einen Shaker mit drin. Den habe ich meinem Kollegen geschenkt, tatsächlich. Ja, das hier ist jetzt einfach nur nochmal ein Mini-Shaker. Ja, kann man machen, ne? Eine trinkbare Mahlzeit. Ich esse dann doch lieber irgendwie ein Steak oder Pommes oder so. 201 Kilokalorien in diesem Pulver. Krass. Okay, ja, dann hast du hier noch so ein Shake-Vieh mit dabei. 202 Kilokalorien. Und das ist der, die Geschmacksrichtung Matcha. Das andere war Turmeric. So, hier haben wir was Beauty-mäßiges. Und von Yves Rocher ist das die Anti-Age Global La Creme. Ist das nicht irgendwo auf Deutsch? Nee. Okay. Eine korrigierende Verwöhncreme steht genau drunter. Eine Nachtcreme, das ist diese hier. Das finde ich schön. Yves Rocher ist eine angenehme Marke, finde ich. Also ich kann die, beziehungsweise angenehm in dem Sinne, ich vertrage sie sehr gut. Ne? Und deswegen, ich habe die damals als junges Mädchen, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da hat man doch immer diese Hauswurfsendung bekommen, wo man dann ankreuzen konnte, was man haben will. Und dann hat man zig Geschenke immer mit dabei gekriegt. War nie ultra günstig, aber ich habe das tatsächlich gemacht, so als Einstieg in die Kosmetik-Ausprobiergeschichte, sage ich jetzt einfach mal dazu. Also da habe ich meine ersten Beauty-Produkte mir geholt und die ersten Pflegeprodukte, die halt auch irgendwie ein bisschen spezieller sind als Nivea und Dove, das damals halt waren, diese ganz klassischen, ne? Und deswegen fand ich das immer ganz interessant und das verbinde ich halt irgendwo auch damit. Deswegen finde ich es cool, dass es mit drin ist. Ja, das gefällt mir. Ja, hier haben wir einen Proteinriegel drin von Ahead oder Ahead Omega Bar Salty Caramel. Oh, lecker. Power für Gehirn und Muskeln. Ja, ich habe jetzt eben leider, heute ist Valentinstag, Leute. Heute habe ich gerade lecker Nudeln gekocht. Ich filme jetzt ab und dann wollte ich gleich weiter den Abend ausklingen lassen mit meinem Freund. Wir gucken einen Film und zwar, ich glaube, Avengers Endgame war das. Ja, genau. Und ja. Ne, das heißt, da habe ich jetzt gerade echt keinen Hunger drauf. Den werde ich entweder hier, während ich das Video schneide, essen oder mir einfach mal am Wochenende genehmigen. Genau, finde ich ganz cool. Was haben wir da drin? Omega 3 aus Algenöl. Oh, interessant. Made in Germany, es ist vegetarisch. Und ja, das finde ich cool. Mit Reissirup und Haferflocken. Dann habe ich hier von CD Deo Wasserlilie, das finde ich klasse. 48 Stunden, daran glaube ich ehrlich gesagt nie. Nur ausgewählte Inhaltsstoffe ohne synthetische Farbstoffe und ohne tierische Inhaltsstoffe. Das finde ich cool.
Das finde ich echt cool. Das ist ein Testsieger mit 2,1, haben die gewonnen. Und ich habe ja auch aktuell die Ambition, von diesen Sprühdeos wegzukommen und halt zu diesen Deos in Glasflaschen zu kommen. Entweder als Sprüher, zum Beispiel von Syneo hatte ich eins, oder hier von CD. Das hier ist ja ein Roller, würde ich mal so tippen. Sieht so aus von oben. Genau, ne? Und, oh, das riecht angenehm. Boah, dieses Wasserlilie riecht wirklich gut, schön blumig. Das mag ich gerne. Und ja, deswegen. Das ist umweltfreundlich und das mag ich gerne. Es ist auch vegan. CD engagiert sich gegen Tierversuche. Auch das finde ich sehr, sehr nett. Keine weißen Rückstände, für empfindliche Haut geeignet. Das heißt, auch nach der Rasur unter den Achseln zu verwenden. Das wird getestet. Das finde ich cool. Ich bin ja so ein verfressener Mensch und das finde ich sehr praktisch, dass das hier mit drin ist. Von Hammermühle, ein Müsli Roasted. Das ist glutenfrei mit Kokos- und Johannisbeeren und mit Kürbiskernen. Das ist ein Produkt, das freut mich, dass ich das jetzt hier habe, weil ich habe gestern erst mein Früchtemüsli von DM Bio Lea gegessen. Und jetzt habe ich hier ein neues, was ich hier essen kann. Das finde ich lecker. Das ist Bio. Mal an. Ich glaube, das ist auch gar nicht so günstig, weil ich finde, Müsli ist immer relativ hochpreisig. Gerade wenn du so ein außergewöhnliches hast, da sind 300 Gramm drin und das ist nur mit Honig gesüßt, ohne Zusatz von Palmöl, glutenfrei. Meine Herren, das ist ja alles schon sehr, sehr hergestellt in Deutschland. Ne? Das ist alles von der Ökobilanz sehr ansprechend, wenn ich mir das so mal anschaue. Und da freue ich mich drauf. Jetzt muss es nur noch gut schmecken. Ja, komm. Das macht mich jetzt natürlich richtig glücklich von Shelms. Eine Cell Therapy Hydrogelmaske Anti-Age Booster. Perfekte Passform. Das ist so eine zweigeteilte Maske. Ich stehe auf diese Shelms Masken und liebe ja auch unfassbar diese blaue Maske. Und das hier ist jetzt die pinke Variante Anti-Age halt. AHA Fruchtsäuren. Da muss ich gucken, ob ich das vertrage. Hyaluronsäure für alle Hauttypen. Aber hier ist dermatologisch sehr gut hautverträglich getestet. Das muss auch auf jeden Fall Claudi-Haut getestet werden. Also folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, wenn du solche Momente nicht verpassen möchtest. Ich heiße AIDUIKP, das ist Claudia rückwärts und ein P dahinter. Genau, da poste ich gerne mal in meiner Story auch einfach so Maskentests. Finde ich immer ganz cool. Und im Aufgebraucht-Video siehst du dann halt die aufgebrauchte Maske, da sage ich auch ein bisschen was zu, aber ein bisschen mit Gucken und so, das siehst du dann eher bei Instagram, also von daher schau da gerne mal vorbei, ein bisschen Eigenwerbung, schade nie, Leute. Und ja, das freut mich jetzt schon wieder. Ja, und last but not least haben wir hier etwas von Sportness bei DM mit drin. Protein-Smoothie, hoher Proteingehalt, fettfrei, ohne Zuckerzusatz. Und das ist mit Ananas, Apfel, Banane und Mango-Geschmack. Also richtig tropisch. Hört sich gut an, habe ich bei DM ehrlich gesagt noch nie gesehen. Ich mag diese Quetschis total gerne, auch wenn da die Ökobilanz leider weint. Aber ja, ne? Das finde ich lecker. Das werde ich mir auf jeden Fall auf die Arbeit mitnehmen. Ja, ne, für den Erhalt normaler Knochen, bla bla bla, was dann nicht alle, und Muskelmasse und Tüllü. Ja. Ne, finde ich ganz cool. Und ja, das war jetzt auch schon das letzte Produkt hier, ne? Genau. Wie gesagt, dieses Mal echt total sportlastig. Hätte ich so echt nicht mit gerechnet, weil die Shapebox gut vom Namen her, ne, lässt sie das vermuten. Vielleicht haben die, die sie normalerweise abonnieren und halt auch sehr sportlich sind, sich jedes Mal gedacht, oh, ich hätte gern doch noch ein bisschen mehr von dem und dem, ne? Und weniger jetzt so ein... Mein Handy klingelt. Ja. Das war ein nicht ganz so erfreulicher Anruf, aber ich werde jetzt trotzdem das Video beenden. Ich weiß jetzt nicht, wo ich war. Faden verloren. Also ich habe ja gesagt, ne, für mich ist die Box dann wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Pflege, ein bisschen zu sportlich. Aber ja, für diejenigen, die sie normalerweise abonniert haben, die ja wahrscheinlich auch etwas sportlicher drauf sind, ist es dann eher eine Box. Aber auch das muss sein, dass sie mich nicht so unbedingt flasht wie die anderen Boxen davor halt. Ne? Ich lasse mich überraschen, was in 2 Monaten so in der Box drin ist. Hoffentlich nicht so viel Proteinshakes und so. Gerne wieder etwas Pflege für mich zu. Ne? Gerne auch ein bisschen dekorative Kosmetik. Genau. Ja. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ciao.